Ja, vielen Dank. Danke, dass Sie hier sind, Herr Welle. Auch ich habe ein paar Evergreens, aber auch ein paar neue Sachen auf meiner Frageliste. Ich würde mal anfangen mit der allgemeinen Kostenvergütung. Wir haben als Parlament ja nach langem Ringen in der letzten Legislatur dazu die Regeln geändert. Als ich jetzt hier als neuer Abgeordneter ankam, wurde mir vorgeschlagen, die allgemeine Kostenvergütung auf ein separates Konto zu zahlen, auch wenn es nicht verpflichtend war. Aber deshalb die Frage an Sie: Haben Sie dazu Zahlen, wie viele Abgeordnete sich jetzt in der Tat dazu verpflichtet haben oder das gemacht haben, in der Praxis ein separates Konto für die Reisekosten, für die allgemeine Kostenvergütung und für das Salär anzugeben? Und wie da Ihr Eindruck ist jetzt, wie auch die Buchprüfung, die ja oder eine ab und an, dass die Belege kontrolliert werden sollen, wie das in Zukunft genau funktionieren soll. Meine zweite Frage wäre zum freiwilligen Pensionsfonds. Mein letzter Wissensstand dazu ist, dass wir in sehr naher Zukunft da wieder in eine Situation oder dass wir in die Situation kommen, dass dieser Fonds aufgebraucht ist. Soweit ich das überblicke, hat das Büro dazu eine Entscheidung getroffen im Dezember 2018. Allerdings, so wie ich es verstehe, nicht ausreichend, um jetzt dafür zu sorgen, dass in Zukunft da die Probleme geregelt sind. Wie gehen wir damit um und wie können wir dafür sorgen, dass das nicht für den europäischen Steuerzahler zu einer kompletten Misere wird, wo man immer weiter Geld nachschießen muss, weil hier falsche Investitionsentscheidungen getroffen wurden, um im Grunde Europaabgeordnete, die an sich ja schon einen relativ guten Pensionsanspruch haben, noch zusätzlich da zu vergüten? Der nächste Punkt wäre, dadurch, dass wir jetzt ein neues Mandat haben und eine sehr hohe Anzahl von Abgeordneten. Wir haben, glaube ich, 2/3 der Abgeordneten, die ausgeschieden sind und dafür neue gekommen. Wir haben in der letzten Legislatur auch die Geschäftsordnung dahingehend geändert, dass Folgebeschäftigungen durch Abgeordnete nun dem Europäischen Parlament gemeldet werden sollen. Hat so ein Prozess in irgendeiner Weise stattgefunden? Hat ein einziger ausscheidender Abgeordneter gemeldet, was sie jetzt für neue Tätigkeiten aufnehmen gerade? Und sind die Abgeordneten zum Beispiel daran erinnert worden, dass diese Verpflichtung jetzt in der Geschäftsordnung besteht? Und das Gleiche gilt im Grunde für die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ausgeschieden sind. Auch da besteht ja im Beamtenstatut der EU die Möglichkeit für den Arbeitgeber, eventuell in Situationen, wo Interessenkonflikte entstehen können, Einspruch einzulegen, was neue Beschäftigungen angeht. Und das kann natürlich nur überhaupt passieren, wenn das Parlament überhaupt weiß, welche neuen Beschäftigungen diese ehemaligen Mitarbeiter jetzt nachgehen. Auch da dann die Frage, sind die gefragt worden? Melden die das in irgendeiner Form? Und wie wird dann genau entschieden, wo eventuell Interessenkonflikte auftreten könnten und wo nicht? Und die letzte Frage, die ich habe zu diesem Zeitpunkt, ist im Grunde auch eine, die einen Wechsel betrifft. Wir haben heute Morgen hier im Ausschuss die Entlastung für EASO verweigert, zum wiederholten Male, also dem Europäischen Unterstützungsbüro für Asylfragen. Uns ist im Ausschuss da jetzt zu Ohren gekommen, dass einer der Mitglieder der Führungsebene, die da suspendiert wurden oder sich momentan noch in entsprechenden Verfahren befinden, also was an Missmanagement und an Vorwürfen dabei EASO lief, und dass einer dieser ehemaligen Angestellten nun Mitarbeiter hier im Europäischen Parlament geworden ist. Und da würde ich mir sehr wünschen, wenn Sie das ausräumen könnten, dieses Bedenken, dass das in der Tat der Fall ist. Oder wenn Sie das nicht können, also wie wird damit umgegangen? Also wie kann das sein, dass Leute, wo so erhebliche Verfahren sind, dass die dann innerhalb der EU-Institutionen einfach verschoben werden und da eventuell nicht die richtigen Konsequenzen daraus gezogen werden? Danke. Herr Freund hat eine Reihe von Fragen gestellt. Erstens vor allen Dingen zunächst einmal zur allgemeinen Kostenpauschale. Wir haben aktuell noch keine Zahlen darüber, wie viele Abgeordnete zum Beispiel ein Sonderkonto. Wir haben keine Statistiken darüber, wie viele Abgeordnete hier ein Sonderkonto
eingerichtet haben. Darüber haben wir noch keine Daten. Wir haben auch sozusagen solche Statistiken nicht, aber natürlich, gleich mal lässt sich das über die Zeit, wenn es Interesse an dieser Frage gibt, auch feststellen. Die allgemeine Kostenpauschale ist ja nach der Reform, es war eine intensive Debatte im Präsidium und am Ende auch eine politische Entscheidung, eine Pauschale geblieben, also eine Lump-Sum. Das heißt, sie ist nicht im sozusagen einzeln nachzuweisen. Insofern sind wir mehr oder weniger noch im alten System mit einigen Änderungen in Richtung zusätzlicher Transparenz nach intensiver Debatte im Präsidium. Zum Pensionsfonds hat das Präsidium auf meinen Vorschlag hin zwei Maßnahmen getroffen, nämlich erstens die Erhöhung des Pensionsalters von 63 auf 65 Jahre und zweitens die Einführung einer 5%igen Levy, also sozusagen eines Sonderbeitrags, den die Pensionsempfänger leisten müssen. Beide Maßnahmen werden aktuell vor dem Gerichtshof in Frage gestellt von betroffenen ehemaligen Abgeordneten. Es wird also geprüft, inwieweit das Parlament berechtigt war, diese Veränderung an den Leistungen vorzunehmen. Wir hatten auch eine Serie von Einschnitten vor 10 Jahren. Auch das ist dann gerichtlich überprüft worden. Vor 10 Jahren sind alle Entscheidungen des Präsidiums vom Gericht bestätigt worden als angemessen und verhältnismäßig. Ob es bei diesem Mal wieder passiert, ist eine Frage. Beim letzten Mal hat uns der Europäische Gerichtshof bestätigt, dass da es sich um eine Zusatzrente handelt und nicht um die Erstversorgung im Alter. Und da es außerdem nicht die gesamte Lebenszeit betrifft, jedenfalls im Regelfall, sondern eine begrenzte Lebens- und Arbeitszeit, dass das Parlament deswegen berechtigt ist, solche Leistungseinschnitte vorzunehmen. Die Frage ist nur, wo ist die Grenze? Das hat auch unser eigener juristischer Dienst intensiv geprüft. Und hier wissen wir aktuell nicht, ob wir sozusagen die Grenze ausgeschöpft haben oder ob wir sie noch nicht ausgeschöpft haben oder ob wir sie vielleicht auch überschritten haben. In dem Moment, wo wir ein Urteil haben vom Gerichtshof, auch zu diesen Maßnahmen, werden wir besser einschätzen können, ob wir unsere Möglichkeiten ausgeschöpft haben, ob wir sie noch nicht ausgeschöpft haben und also weitere Maßnahmen vom Präsidium ergriffen werden können, die die Verantwortung des Steuerzahlers reduziert, oder aber, ob uns vielleicht bestätigt wird, dass wir hier die Möglichkeiten, die das Parlament hat, schon überschritten haben und bestimmte dieser Maßnahmen nicht rechtsgültig sind. Das ist im Moment strittig. Und der Ausgang des Urteils wird uns sozusagen orientieren, ob wir weitergehen können in dieser Angelegenheit oder aber ob die rechtlichen Möglichkeiten schon vollständig ausgeschöpft sind. Und ich gehe davon aus, dass dann, wenn uns dieses Urteil vorliegt, das Präsidium sich erneut mit dieser Frage befassen wird, um dann festzustellen, ob es weitere Maßnahmen ergreifen kann. In jedem Fall ist klar, selbst wenn noch eine weitere Maßnahme ergriffen würde, also nehmen wir beispielsweise an, das Einfrieren der Leistungen, das war die dritte Option, die dem Präsidium vorgelegen ist, selbst wenn ein Einfrieren der Leistung beschlossen würde, wäre das damit das im Moment anzunehmende Defizit des Pensionsfonds damit bei Weitem nicht abgedeckt. Das Parlament hat aber mit dem Inkrafttreten des Abgeordnetenstatuts sozusagen eine Verantwortung übernommen für diese Pensionszahlung. Das ist ja ein System aus der Zeit vor 2009, wo es noch nicht für jeden Abgeordneten eine gemeinsame Versorgung gab, sondern nationale Versorgung. Und diese Versorgung zum Teil auch extrem begrenzt waren in einigen Mitgliedstaaten. Mit 2009 ist er dann eingestellt worden, was zusätzliche Mitglieder anbetrifft. Aber mit diesem Urteil werden wir dann sehen, ob wir weiter vorangehen können oder nicht. Aber in jedem Fall wird ein erhebliches Defizit bleiben. Und da es die Verantwortung des Europäischen Parlaments gibt, wird dieses Defizit am Ende auch auf den Haushalt des Europäischen Parlaments
zukommen. Das ist jedenfalls die Einschätzung auch unseres juristischen Dienstes. Bei der Frage von Folgebeschäftigung von Mitarbeitern, wir haben hier verschiedene Systeme. Das eine sind ehemalige führende Bedienste, die hier sozusagen eine Cooling-Off-Periode haben. Da haben wir im Moment niemanden, der sich in einer solchen Phase befindet und sozusagen eine Nachfolgebeschäftigung angemeldet hat. Die anderen Mitarbeiter sind normalerweise tätig bis zu ihrer Pension. Wir haben aber den Sonderfall bei den Assistenten. Und die Assistenten haben, wenn es hier einen Interessenkonflikt gibt, eine Meldepflicht. Das heißt, wir sind nicht in der Situation, dass sozusagen jeder uns mitteilt, wo er jetzt tätig ist, sondern wenn eine Tätigkeit aufgenommen wird, die möglicherweise hier zu einem Interessenkonflikt führt, dann sind diese ehemaligen Mitarbeiter, beispielsweise Assistenten, meldepflichtig. Wir haben einige Fälle, wo eine solche Meldung vorgenommen worden ist. Die wird dann geprüft. Und wir haben auch, jedenfalls erinnere ich mich an einen Fall, auch ein oder einige Fälle gehabt, wo dann diese Tätigkeit verweigert worden ist, weil es einen Interessenkonflikt zwischen der vorhergehenden Tätigkeit und dann der aktuellen Tätigkeit gegeben hätte. Bei der Frage von Mitarbeitern, die im Bereich Asylverfahren tätig sind, das ist immer eine Frage des Statuts. Wenn jemand Bediensteter ist der Europäischen Union und möglicherweise nur zeitweise eine andere Tätigkeit in einer anderen Institution wahrgenommen hat, hat er selbstverständlich das Recht, auf seine angestammte Dienststelle zurückzukehren. Es ist dann zu prüfen, ob es, sage ich mal, Vergehen in einer anderen Funktion gegeben hat und ob diese Vergehen sozusagen disziplinarrechtlich relevant sind oder nicht. Aber niemand wird wegen eines angenommenen Vergehens sozusagen aus dem Dienst ausgeschlossen, sondern jeder behält seine statutären Rechte. Von daher kann es auch sein, dass Mitarbeiter, die dort zeitweise tätig waren, wieder in ihr Beschäftigungsverhältnis im Europäischen Parlament zurückkommen. Wenn es dann dienstrechtliche Vergehen gab, sind die zu prüfen und werden dann entsprechend geahndet oder auch nicht, je nach Ausgang des Verfahrens. Ja, gerne noch eine Nachfrage des Kollegen Freund, aber zu EASO weiß ich, dass die disziplinarrechtlichen Verfahren alle laufen. Ich mich damit eben befasst habe und das in der Konsequenz bedeutet, solange sie laufen, kann man nicht präventiv einfach jemanden aus dem Amt enttäten. Das ist in der Tat richtig. Kollege Freund. Nur kurz die Nachfrage zu der Meldung von Folgebeschäftigten durch die Abgeordneten, die ausgeschieden sind. Ob da nachgefragt wurde in einer systematischen Weise bei den Kolleginnen und Kollegen, die ausgeschieden sind. Ist mir nicht bekannt. Weil das, also laut der Geschäftsordnung, so wie sie geändert wurde 2018, also steht es in der Geschäftsordnung dieses Hauses, dass Folgetätigkeiten dem Parlament gemeldet werden sollen. Aber das sind sozusagen zwei Dinge. Meldet der Abgeordnete oder machen wir sozusagen eine systematische Befragung durch die Verwaltung? Ich mache mich aber gerne noch